Eins der besten Spiele auf der PlayStation wird gerade auf Metacritic regelrecht verrissen. Und da wollten wir uns mal anschauen, was steckt da überhaupt dahinter. Es geht natürlich um Last of Us Part 1, das jetzt für den PC rauskam. Und auf Metacritic, wenn wir da mal hingucken, hat das aktuell einen User-Score von 1,9 von 10. Und die Reviews dahingehend sind, ja, sie zerreißen es in der Luft, das Spiel. Ja, wir waren da jetzt auch ein bisschen überrascht von dieser Wertung, weil eigentlich müsste man ja denken, oder beziehungsweise wenn man das Spiel gespielt hat, es ist ja eigentlich ein Meisterwerk und es spielt sich gut, es hat fantastische Grafik auf der PlayStation und es gibt sehr, sehr wenig daran zu meckern auf der PlayStation. Mhm. Ja, und das ist das umso überraschender, dass es eben jetzt so einen Sturm auf dieses Spiel gibt, wie negativ es hier bewertet wird. Genau, was man dazu jetzt wissen muss, das Ganze ist, um es nochmal genau klarzustellen, ist die PC-Version, um die es hier geht. Das Spiel The Last of Us gab es ja bisher exklusiv nur auf PlayStation. Und jetzt wurde es aber auf den PC portiert. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist die PC-Version eigentlich so mies? Und dazu schauen wir uns mal ein Video an, das das recht gut zusammengefasst hat. Und zwar der Kanal MikTek hat das ganz gut zusammengefasst, wo es überall hakt mit Last of Us auf PC. Das erste Problem, was man jetzt hier vielleicht nicht ganz sieht, sind die Shader. Das habe ich schon öfter gelesen, dass wenn man das Spiel startet, dass es eine Ewigkeit braucht, bis die Gebäude-Shader, so heißen die auf Deutsch, generiert werden. Das haben manche PC-Spiele, dass wenn man die zum ersten Mal startet, dass quasi alles angepasst wird, entpackt wird, optimiert wird für die Hardware. Und das dauert bei Last of Us wohl eine Ewigkeit. Manche sprechen davon ein, zwei Stunden, die sie daran sitzen im Menübildschirm und warten, bis sie es endlich losspielen können. Und zwar wohlgemerkt, nachdem es installiert wurde. Ein, zwei Stunden? Ja. Und jetzt kommt das Beste, es kann passieren, dass es abstürzt währenddessen. Und das ist halt schon hart, weil man dann das Ganze halt nochmal machen muss. Und hier haben wir es wiederum. Das Ding ist schon wieder abgestürzt. Okay. Also es ist nur als Beispiel eben, woran es hakt. Das heißt, schon das Starten vom Spiel ist die Hölle. Also man muss froh sein, wenn man überhaupt hier durchkommt. So, jetzt spielt derjenige wohl mit den empfohlenen Settings, mit einer RTX 3070 und ganz ehrlich, was ist bitte mit den Haaren passiert? Alter, also ich habe das Video noch nicht gesehen, ja. Ich kenne das noch nicht. Es ist wieder abgestürzt. Nein! Ja, also das Spiel hat ein Riesenproblem mit Crashes und es hat ein Riesenproblem mit den Shadern, vor allen Dingen mit Haaren. Das sieht ganz, ganz furchtbar aus. Ja. Was ist mit ihrem Gesicht passiert? Ich habe keine Ahnung. Es sieht aus wie PS... Nee, das sieht mir nicht mal aus wie PS3. Also man muss sagen, wenn man das Spiel auf PlayStation kennt, das sieht nicht so aus. Nee. Das sieht wirklich nicht so aus. Ja, und das war jetzt gerade... Das ruckelt auch extrem. Genau, das war jetzt nicht YouTube, das hängt, sondern das Spiel hängt. Da hat er recht. Stotterfest. Aha. Okay, hier wird es gesagt, PS2-Grafik, naja, ist schon übertrieben, aber... Nee, also PS2-Grafik ist das nicht. Also wenn man wirklich jetzt heutzutage die PS2 mal auspackt und sich das anschaut, nein. Aber das Stottern, das ist eine Katastrophe. Vor allen Dingen, wie will man denn da gescheit spielen? Ja, vor allem, es ist ja von einem Spiel quasi, das ja auf der PlayStation ja funktioniert hat. Also normalerweise, was ja sehr strange ist, weil normalerweise ist es ja oft eher sogar umgekehrt, dass man auf dem PC ja mehr Möglichkeiten hat, bessere Grafiken zu erstellen und dass es eigentlich sogar besser funktioniert, weil ein guter Gaming-PC, ein leistungsstarker Gaming-PC, ja, jetzt wiederhole ich mich, aber leistungsstärker ist als eine Konsole. Und deswegen ist das sehr, sehr weird. Ja, vor allen Dingen, weil hier wohl eine RTX 3070 verwendet wird, Grafikkarte, und diese allein schon erheblich teurer als eine PlayStation 5, abgesehen davon. Aber es läuft ruckliger, viel ruckliger. Also das ist wirklich bizarr.
Okay, das ist. Ja, das okay, das ist ein kleines eingebautes Meme hier. Das ist natürlich nicht im Spiel drin. Aber die, es stimmt schon, die Fassade gerade, die Fassade hier, die sieht halt nicht gut aus. Das ist wirklich PS2-Grafik. Also die berühmten Gebäudeshader, die am Anfang da irgendwas rendern, die rendern wohl irgendwas, bloß nicht das, was sie sollen. Also, weil man sieht ja hier teilweise, es soll vielleicht so aussehen, aber es ist komplett flach. Also es ist, als ob die Shader nicht korrekt reinladen, beziehungsweise auch die Texturen nicht korrekt reinladen. Ja, und ich denke, so sah das auf der PlayStation nicht aus. Nee. Das, egal, wo man hinguckt, bei Last of Us, es sieht gigantisch gut aus. Ja. Okay, und wir haben gleich das nächste, hab schon gesehen, ja. In der nächsten Szene. Also die Schatten, die sind immer katastrophal pixelig. Ja. Das ist, also, das ist mir auch ein Rätsel eigentlich. Das ist halt 0,0 optimiert. Also eigentlich, im besten Fall werden die verschwommen gemacht, damit man die Pixel nicht sieht. Aber hier sieht man exakt die Pixelkanten von den Schatten, weil sie einfach so niedrig aufgelöst sind. Das ist ein No-Go. Ja, da wäre ich auch so schockiert, dass ich da stehen bleiben würde und mich umbringen lassen würde. Alter. Ja. Oh! Und dann schützt das Spiel ab, das sowas. Ach. Okay. Ja. Genau, dann heißt, man soll die Dateien überprüfen. Das kann man ja bei Steam machen. Ja, okay, das muss man tatsächlich ab und zu machen. Aber es war okay. Spielen, also, ja. Aber es wird deswegen jetzt nicht besser, oder? Nein, es wird deswegen nicht besser und das wird das Schlimme. Aber was ist mit ihren Haaren? Ja, genau. Ich weiß nicht, was das ist. Die hat irgendwie so Papierstreifen als Haare. Und Joel hat irgendwie Schmutz im Gesicht. Das ist kein Bart. Das ist definitiv kein Bart, was er da hat. Das ist irgendwelche Tuppel in seinem Gesicht. Gibt's doch nicht. Ja. Und das ist wirklich das Allerschlimmste, was jetzt passiert, finde ich. Es ist ein Spielabsturz in der dramatischsten Szene des Spiels. Also am Anfang. Das ist noch ziemlich am Anfang. Das ist alles am Anfang, ja? Es ist... Und dann... Oh Mann! Was ist das? Oh Gott! Also ich meine, normalerweise, das ist ja wirklich irgendwie eine höchst dramatische Szene, wo man wirklich irgendwie fast schon Tränen in den Augen hat bei dieser Szene. Und dann, wenn dann sowas passiert, das ist schon irgendwie sehr übel. Vor allen Dingen, wenn währenddessen dann der PC abstürzt oder ruckelt. Das geht echt nicht, ja. Das ist wirklich traurig. Ja, und Rucker tut's auch wieder. Und es stürzt ab. Es gibt's doch nicht. Oh Mann. Okay. Oh Mann. Also, das ist wirklich übel. Also, ich muss sagen, wir haben das Spiel jetzt auf PC nicht selbst gespielt, deswegen wollten wir uns ein Video dazu anschauen, weil wir ja einfach gesagt haben, was ist hier los mit diesen Metacritic-Wertungen? Mhm. Warum das kann ja nicht sind sein. Die so schlecht? Das kann doch gar nicht sein, weil Last of Us ist doch ein super Game. Gut, vielleicht ist es nicht 100% 1:1 auf dem PC portiert, dass da hier und da mal was passiert. Aber dass es so katastrophal aussieht, also das haut mich jetzt wirklich um. Also ich kann von daher sogar teilweise ein bisschen verstehen, dass die Leute angefressen sind. Oder nee, voll verstehen, denn das Spiel erzeugt ja eine gewisse, auch eine Dramatik, eine Spannung und man wird ständig rausgerissen, weil es ruckelt, weil es abstürzt und man denkt sich, ja toll, jetzt erlebe ich diese Szene halt nicht, wie sie vorgesehen ist. Das ist ja das, was man auf der PlayStation ja nicht hat, das ist ja, es läuft ja einfach. Ja, und vor allem, dass das Traurige ist einfach, dass man ja aus einem Spiel, das ja eigentlich nicht so ist, was ja eigentlich wirklich gut funktioniert hat, sowas Miserables machen kann. Also da ist irgendwie, ich weiß auch nicht, also die Entwickler, die das verbrochen haben, sage ich jetzt
Was schon. Da würde ich jetzt als Naughty Dog mein Geld zurückverlangen. Ganz ehrlich. Da sprichst du was an. Ja, also es ist so, Naughty Dog ist ja eigentlich der Top-Entwickler auf der PlayStation. Und zuletzt kamen von Sony auch viele PlayStation-Portierungen auf dem PC, die auch sehr gut waren. Spider-Man oder auch ein Uncharted. Das ging ja richtig gut und lief auch auf dem PC gut, war gut angepasst. Aber diesmal nicht. Last of Us ist vermurkst. Auch deswegen, weil Naughty Dog nicht selbst die Portierung vorgenommen hat, sondern externes Studio namens Iron Galaxy. Die haben vorher auch das besagte Uncharted schon auf dem PC umgesetzt. Das war ja auch ganz okay. Aber die sind auch schon negativ mal aufgefallen, weil sie einige schlampige PC-Portierungen gemacht haben, beispielsweise von Batman Arkham. Und jetzt sind wir wieder an diesem Punkt. Ja. Dass quasi ein spielerisches Meisterwerk durch die Technik vermurkst wird. Ja, schade, wirklich. Also ich frage mich aber andererseits auch, hat da bei Naughty Dog denn keiner irgendwie nochmal drüber geschaut? Es gibt eine Theorie darüber, warum sie das jetzt schnell rausgebracht haben. Und die Antwort ist die HBO-Serie Last of Us. Ah. Weil die gerade lief und deshalb dachten sie sich, wir machen passend dazu gleich die PC-Portierung. Ja, aber trotzdem schaue ich da nochmal drüber. Naja, okay. Yes. Ich würde sagen, die Bewertungen wahrscheinlich durchaus gerechtfertigt. Also zumindest nach der Zusammenfassung, die wir uns jetzt hier angeschaut haben. Und uns wird auch interessieren, habt ihr das selbst auf dem PC schon mal gespielt? Und ist es tatsächlich so miserabel, wie man jetzt in diesem Video das sieht? Oder ist es anders? Was ist so euer Eindruck dazu? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich verlinke euch übrigens auch das Originalvideo auch unten in den Kommentaren, falls ihr das nochmal anschauen wollt. Und lasst gerne auch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.